Sie ganz herzlich. Ohne Mikro. Zum fünften Teil unserer Veranstaltung. Ja, wir haben in der letzten Woche das Thema Kinder und Kinder gehabt. Und davor das Kind aus entwicklungspsychologischer Perspektive. Und wir gehen jetzt einen weiteren Schritt, gehen stärker in die erziehungswissenschaftliche Perspektive und sehen uns da das Kind im Kontext von Bildung, das Kind als handelndes Subjekt an. Ich freue mich, dass Cornelie Dietrich von der Universität Lüneburg hier hingekommen ist. Sie ist Allgemeinpädagogin, aber mit großer Nähe zur Frühpädagogik und zur ästhetischen Bildung insgesamt. Und ich eigentlich umgekehrt. Sehr schön. Und ich freue mich deshalb, weil es in diesem Kontext, gerade nach den entwicklungspsychologischen Vorträgen, auch nochmal eine ganz andere Perspektive benötigt, um näher an das zu rücken, was im zweiten Teil dieser Vorlesungsreihe kommt, nämlich eher das pädagogische Handeln in konzeptioneller und dann auch in empirisch-realer Perspektive. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und freue mich auf den Vortrag. No. Ja, vielen Dank für die Einladung, an dieser Reihe mitwirken zu dürfen. Das hat mich auch sehr gefreut und bin froh, dass ich heute hier sein kann und dass Sie am Nikolaustag alle hierher gekommen sind und sich mit mir zusammen einem doch nicht ganz einfachen Begriff, wie wir gleich feststellen werden, widmen möchten die nächsten anderthalb Stunden. Ich fange einfach an. Mit mir ist es komisch. Ich kann so viel. Lotta, die jüngste von drei Geschwistern, wundert sich manchmal über sich selbst. Obwohl sie noch nicht einmal zur Schule geht wie ihre Schwester und ihr Bruder, kann sie bereits pfeifen, Skilaufen, kranken Leuten helfen, Müll wegbringen, Tiere retten und vieles, vieles mehr. Wenn ich so darüber nachdenke, kann ich eigentlich alles. Zu dieser überschwänglichen Fantasie gelangt Lotta, indem sie die Grenzen zwischen Wirklichkeitswelt und Geheimwelt flüssig hält. Dasjenige, was in der sozialen Wirklichkeit von ihren Eltern oder Geschwistern und in der physischen Wirklichkeit von den Dingen noch nicht als Können bestätigt und anerkannt wird, das kann Lotta nämlich bereits im Geheimen, so sagt sie immer. So steigt sie an ihrem 5. Geburtstag auf das von der Nachbarin Tante Berg, übrigens ebenfalls im Geheimen gemopste Fahrrad, das viel zu groß für sie ist, nachdem sie beschlossen hat, jetzt auch richtig Fahrrad zu fahren. Mit einiger Mühe schiebt sie das unförmige, schwere Rad den Berg hinauf, um dann wie ihre Geschwister diesen wieder heruntersausen zu können, Zitat, dass es nur so rauscht. Es geht ihr offenbar gar nicht um das Rad als einem zeitökonomischen Fortbewegungsmittel oder um das Training von Koordinations- und Gleichgewichtsvermögen. Es geht ihr um das Erlebnis von Sausen und Rauschen. Ich zitiere wieder das Buch. Jetzt pass auf, Teddy, jetzt wirst du ein Sausen erleben, kündigt sie dann auch ihrem auf den Gepäckträger geklemmten Gefährten das erwartete Flow-Erlebnis an. Mehr konnte sie nicht sagen, denn nun ging es auch schon los. Sie sauste schneller davon, als Jonas und Mia Maria es jemals getan hatten. Bremse, schrie Lotte, Bremse! Doch das Fahrrad konnte nicht bremsen und Lotta konnte es auch nicht. Lotta und der Teddy und das Fahrrad rasten den Berg hinunter, dass es nur so pfiff. Ja, der Teddy hatte solch ein Sausen wahrlich noch nie erlebt. Hilfe, schrie Lotta, Hilfe! Aber das Fahrrad raste immer weiter, bis an den Fuß des Berges sauste es und hier krachte es mitten in die Hecke von Tante Bergs Haus. Die arme Lotta flog über die Hecke und landete in einem von Tante Bergs Rosensträuchern. Ich werde nachher auf diese Geschichte zurückkommen, um zu fragen, ob und wenn ja, inwiefern man diesen Sturz in die Rosenhecke als den Beginn eines frühkindlichen Bildungsprozesses verstehen kann. Das ist mein Nikolausversprechen an Sie. Zunächst aber müssen wir uns etwas Klarheit verschaffen über den Begriff, um den es heute gehen soll. Und das ist gar nicht so einfach. Können Sie das lesen? Ich habe mal mit meinen Studierenden in Lüneburg zusammen
alle möglichen Begriffe, die uns so einfielen, wo das Wort Bildung vorkommt, zusammengetragen. Man könnte das ziemlich unendlich weiterführen. Und was ganz schnell klar wird, wenn man so etwas versucht, ist, dass über Bildung natürlich alle reden. Der Begriff ist kein Eigentum der Erziehungswissenschaft oder, wie es neuerdings oft heißt, der Bildungswissenschaft. In verschiedenen Kontexten ist immer ganz Unterschiedliches gemeint. In Philosophie, Geschichts- und Literaturwissenschaft, auch in der Erziehungswissenschaft, ebenso aber auch außerhalb der Wissenschaften, in Politik, in den Feuilletons der Zeitungen oder auf Elternabenden in den Kindertagesstätten. Heinz Elmar Tennort, ein Kollege von uns, sagt dazu, Bildungsdiskurse müssten wir auch als Selbstverständigungsdiskurse verstehen. Also die Art und Weise, wie eine Gesellschaft über Bildung spricht, eben diese ganzen vielen verschiedenen Gruppierungen, kann man auch lesen als eine Art, wie man sich in einer bestimmten Zeit, zum Beispiel heute, über das Aufwachsen der nächsten Generation klar zu werden versucht. Wie man es organisieren sollte, was dabei wichtige Ziele oder Orientierungen sind, brennende Themen und ungelöste Probleme. Als Pessimist kann man nun sagen, wie das einige unserer Kollegen tun, Bildung ist eigentlich nur noch ein Containerwort oder eine Wärmemetapher, also etwas, was immer alles und nichts aussagt. Als Optimist oder Optimistin kann man aber auch sagen, solange es eine Bildungswissenschaft gibt, die die Ressourcen hat, diese babylonischen Verwirrungen zu ordnen und das Wesentliche zu fokussieren, so lange können und sollten diese gesellschaftlichen Selbstverständigungsdiskurse ruhig weitergeführt werden. Man muss sie nur von den erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Diskursen trennen. Und das will ich im Folgenden tun. Und zwar in zwei Schritten. Ich denke, es ist geboten, sich zunächst über den Begriff Bildung, was ist das eigentlich, etwas Klarheit zu verschaffen. Dabei werde ich mich in einem ersten Schritt an den eher etablierten Begrifflichkeiten entlangtasten, jedoch jedes Mal mit einem Ausblick schon auf Fragestellungen, die die Kindheit und die frühe Kindheit betreffen. Und das in drei Schritten zunächst, also Redeweisen über Bildung oder Diskurse, in welchen Feldern wird Bildung thematisiert, Dimensionen von Bildung kann man das auch nennen, Weisen des Weltbezugs, dazu sage ich gleich etwas. Und dann schließlich werde ich etwas sagen zu neueren Diskussionen um den Bildungsbegriff und um das, was Bildung ist oder sein könnte. Das hat etwas mit dem enttäuschten oder gebrochenen Optimismus zu tun, der mit Bildung einstmals und für viele bis heute verbunden ist oder ihm eingebogen ist. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil möchte ich dann konkret etwas zur frühkindlichen Bildung sagen. Und da werden wir dann auch auf Lotta und das große Fahrrad zurückkommen. Ganz allgemein verstehen viele Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler unter Bildung die Modifikation, Formung, Gestaltung oder Transformation des Verhältnisses einer Person zu ihrer dinglich-materialen, geistigen oder auch personalen Umwelt, wie auch zu sich selbst. Ich habe das mal in so gängige Begriffe hier aufgeführt. Also es geht immer um ein Wechselverhältnis, das sich verändert. Fassen wir jetzt diese verschiedenen Umwelten zusammen, dann lässt sich sehr stark vereinfacht von einem Ich-Welt-Verhältnis sprechen, das sich durch Bildung formt, gestaltet, wandelt oder transformiert. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Bildung vollzieht sich dabei immer in einem gesellschaftlichen Kontext. Sie ist daher nicht beliebig und jedem Menschen selbst überlassen, sondern sie ist sozusagen kollektiv vorstrukturiert. Zum Beispiel durch die Raumgestaltung im Kindergarten, durch die Lehrpläne in den Schulen, durch Modulhandbücher an der Uni. Dennoch sind sich doch die meisten Erziehungswissenschaftler auch darüber einig, dass Bildung einem Menschen nicht abgenommen werden kann, sondern dass Bildung im Prinzip immer Selbstbildung ist. Das heißt, ich kann Sie nicht bilden, sondern Sie können sich nur selbst bilden und dabei bestenfalls durch meine Bemühungen angeregt werden oder durch die der Universität oder andere Dinge. Ein Versuch einer Definition, den Sie in einem Handbuch zum Bachelor Erziehungswissenschaft finden,
Der Aufbau von Bildung ist ein lebensgeschichtlicher Vorgang, in dessen Verlauf die Individuen versuchen, Identität herzustellen. Sie eignen sich Kultur an und entfalten dabei ihre Persönlichkeit. Aus diesem Prozess entsteht die individuelle Biografie. Bildung kann es also nur geben in modernen Gesellschaften, in denen der Ort, die Stellung und der Lebenslauf der Einzelnen nicht festgelegt ist. Und das ist, glaube ich, verständlich. Man kann also von Bildung nur sprechen als einem etwas, wo man selber Persönlichkeit entfaltet und selber seine Biografie gestaltet, wenn die nicht schon restlos oder nahezu restlos vorherbestimmt ist durch den Ort und den Stand und die Familie, in die man hineingeboren wurde, so wie das früher sehr viel stärker der Fall war. Das ist nun natürlich erstmal so allgemein, dass vermutlich niemand widersprechen wird. Aber in dieser Allgemeinheit stecken dann doch auch schon viele Probleme und Fragen. Jede Bildung, jeder Bildungsbegriff einer Epoche ist nämlich darauf angewiesen, auch Ziele für die Bildung zu bestimmen. Das heißt, Bildung ist immer ein normativer Begriff. Es gibt keine Bildung, die nicht irgendwo hin will oder irgendwo hin soll. Und dann entsteht natürlich die Frage, wie werden denn diese Zielvorgaben bestimmt, von wem und mit welchem Recht? Zum Beispiel haben wir in der Laufe der etwa 200-jährigen Geschichte des modernen Bildungsbegriffs solche Zielvorgaben oder Ziele formuliert gefunden wie Mündigkeit, selbstständige Lebensführung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Mitarbeit an den Schlüsselproblemen unserer Zeit, aber auch Glück und Selbstverwirklichung. Also wer bestimmt diese Ziele, wie werden sie ausgehandelt und wie erreichen wir sie natürlich? Das ist eine nächste Frage, passen die Organisationsformen, also zum Beispiel diese Vorlesung, zu dem angestrebten Ziel, selbstständiges Denken könnte das sein, und zu den Prozessen der Bildung, die durch die Organisationsform angeregt werden oder werden sollten? Wie organisiert man, dass die Ziele erreicht werden, zum Beispiel in der Schule? Und was ist der Fall, wenn individuelle und gesellschaftliche Interessen nicht übereinstimmen? Oder wenn wir nochmal auf die Entstehung von Identität und Persönlichkeitsentfaltung zurückkommen, müssten wir nicht sogar davon ausgehen, dass individuelle und gesellschaftliche Interessen nicht übereinstimmen sollten, damit überhaupt so etwas wie Individualität entstehen kann? Das sind allgemeine Fragen. Ich möchte diesen großen Begriff der Bildung mit seiner 200-jährigen Geschichte, die ist noch länger, aber ich rede mal jetzt nur über die letzten 200 Jahre, also etwa seit der Aufklärung, ein bisschen sortieren für Sie und Ihnen sozusagen eine Systematik an die Hand geben, die sicher nicht die einzig richtige ist, aber doch eine, mit der man hoffentlich arbeiten kann, bevor wir dann im zweiten Teil wieder ganz konkret werden. Ich sehe derzeit innerhalb der Erziehungswissenschaft drei Diskurse oder Redeweisen, drei Perspektiven auf diesen eben ganz allgemein beschriebenen Vorgang der Bildung, der Transformation, Veränderung, Entwicklung des Ich-Welt-Verhältnisses. Wenn Sie ganz oben gucken, kann man sagen, Bildung ist das, was man sich in Bildungsinstitutionen aneignet. Wissen, Kompetenzen, Qualifikationen oder Zertifikate. In dieser Perspektive befähigt, so jedenfalls die Hoffnung, Bildung zur Mitgestaltung der gesellschaftlichen Themen und Aufgaben und Probleme. In Form etwa von Berufsausbildung, Expertise, Dialogfähigkeit, angemessener Rollenübernahme und so weiter. Etwas verkürzt könnte man das den schulpädagogischen Diskurs über Bildung nennen oder auch den hochschulpädagogischen Diskurs. Und wenn wir an die kleinen Kinder der frühen Kindheit denken, auf die wir ja schauen, dann könnten wir sagen, hier in diesem Diskurs wird das Kita-Kind gesehen als zukünftiger Schüler oder Schülerin. Und es wird befragt, was kannst du lernen und wie können wir das unterstützen, vorbereiten oder begleiten. Das ist also eine relativ dichte Nähe zum Lernbegriff auch. An der zweiten Stelle, jetzt muss ich eben gucken, ich habe das umgedreht, ich rede jetzt über das, was hier Römisch 3 heißt, kann man sagen, Bildung ist das, das ist ein anderer Diskurs, ist das, was hilft, soziale Ungleichheit zu vermindern und die Individuen zu einem selbstbestimmten Leben zu befähigen.
auch diesen Diskurs kennen Sie sicher in der einen oder anderen Weise. Und der zielt auf so etwas wie eine solidarische Gemeinschaft untergleichen. Ich nenne ihn auch wieder abgekürzt den sozialpädagogischen Diskurs. Und der sieht das Kita-Kind als ein potenziell benachteiligtes Kind. Und es fragt ihn, wo liegen deine Risiken, im Laufe des Aufwachsens abgehängt zu werden? Wie können wir dem entgegenwirken, und zwar möglichst früh? Das hat eine gewisse Nähe zu dem, was wir oft unterfördern, unterstützen oder auch kompensieren in der frühen Kindheit diskutieren. Und wir haben drittens, jetzt komme ich zu unten rechts, zu der Wolke, einen Diskurs, der sagt, Bildung, das ist die selbsttätige Formung von Subjektivität. Und zwar von Subjektivität des Menschen in Auseinandersetzung mit seiner Welt, mit sich selbst und mit anderen. Das ist das, was wir eben auch schon im Schaubild hatten. Ich habe das hier als Wolke oder habe die Wolke dazu gemacht, weil dieser Diskurs am wenigsten greifbar ist. In dieser Redeweise thematisiert man als Bildung vor allem das, was gesellschaftlich nicht einholbar ist, was den Menschen zu einem Unverwechselbaren macht. Damit Subjektivität entstehen kann, muss neben der Auseinandersetzung mit der Welt und den anderen auch immer wieder so etwas wie Selbstreflexion, also ein Aufmerken auf die eigene Position in der Welt geschehen. Wenn man zum Beispiel sagt, dann entschloss er sich aus eigenem Antrieb doch noch sein Abitur zu machen. Dann fragt man hier, wer oder was treibt diesen Antrieb an? Das ist der bildungstheoretische oder bildungsphilosophische Diskurs unten rechts. Und der sieht das Kita-Kind als schon bereits jetzt oder doch zukünftig selbstbestimmtes Subjekt. Das ist erstmal ganz gut einsichtig. In all diesen drei Diskursen, an allen Ecken des Dreiecks, wird Bildung jedoch auf sehr unterschiedliche Weise thematisiert. Und zwar in fünf verschiedenen Weisen. So hat es Dieter Lenzen mal vorgeschlagen. Man kann es vielleicht auch ein bisschen anders sortieren, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass Sie sehen, das Dreieck verfünffacht sich noch einmal. Dieter Lenzen sagt, wir können es diskutieren als individuellen Bestand, also das, was ich schon erworben habe, als individuelles Vermögen, also als das, was überhaupt mein Potenzial ist, meine Begabung, meine Talente, Intelligenzfragen werden da thematisiert, aber auch, wenn Sie an den sozialpädagogischen Diskurs denken, an die Frage, tun wir eigentlich genug dafür, dass die Menschen ihre Potenziale ausschöpfen können? Oder verhindern wir das nicht von vornherein? Das wird unter dem Stichwort Befähigungsgerechtigkeit formuliert. Dann haben wir Bildung drittens oder C als einen Prozess zu betrachten. Hier fragt man dann zum Beispiel danach, wie Bildungsprozesse im Einzelnen verlaufen und was solchen Prozessen eigen ist, was sie befördern oder behindern kann. Das werden wir gleich mit Lotta noch einmal genauer anschauen. Dann wird Bildung thematisiert als individuelle oder gattungsmäßige Selbstüberschreitung. Der Begriff ist vielleicht etwas fremd. Das knüpft an das, was ich eben über Subjektivierung gesagt habe, an. Dies ist die Frage danach, inwiefern durch Bildung nicht einfach irgendetwas geformt wird oder sich formt, sondern darüber hinaus danach, ob die Personen oder die Person oder die Gruppe von Personen mit diesen Bildungsprozessen auch in einer fortschreitenden Weise in sich Subjektivität oder Persönlichkeit ausbildet und dadurch als Kollektiv der Entwicklung der Gesellschaft als Ganzer dient. Also das ist dieses, was ich eben als Ziel, es gibt immer Ziele für Bildung und die muss man sozusagen mit thematisieren, die werden mit thematisiert und das Ziel liegt eigentlich immer in einem Fortschreiten, in einem sich weiterentwickeln, in einem sich höher entwickeln. Also es ist nicht egal, wohin man sich bildet. Und da gibt es schließlich die Thematisierung der Institutionen, die bilden.
Das ist jetzt etwas blöd ausgedrückt bei Lenzen. Er sagt, wir können die Thematisierungsform finden der Aktivität bildender Institutionen. Ich hatte eben gesagt, Institutionen können nicht bilden. Die können die Bildung nur vorstrukturieren, anbieten, Bildungsanlässe schaffen. Sie selber bilden aber nicht. Aber trotzdem ist natürlich wichtig, dass wir in der Bildungstheorie, in der Bildungsdiskussion auch über die Institutionen reden. Und Sie tun das ja auch ganz besonders über die frühkindlichen Institutionen, die neuerdings Bildungsinstitutionen heißen. So, dann haben wir jetzt also das fünffache Dreieck. In dem Dreieck hatten wir das Ich-Welt-Verhältnis, Sie erinnern sich. Und das können wir jetzt nochmal vierteln, dann wird es noch ein bisschen komplizierter. Wenn Bildung also eine Modifikation oder Veränderung des Verhältnisses zwischen Ich, Welt und anderen sein soll, dann müssten wir schließlich auch fragen, wie können wir uns denn diese Weisen der Beziehung zwischen Welt und Ich vorstellen? Auch hier hat die klassische Bildungstheorie mehrere Möglichkeiten vorgeschlagen, und zwar die ästhetische, die moralische, die theoretische und die praktische Weise, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Vielleicht gibt es noch mehr, aber das sind so vier ganz wichtige, glaube ich. Ich habe Ihnen dafür diesen Nikolaus mitgebracht. Ich kann den Nikolaus als einen Ausschnitt von Welt mir auf vier verschiedene Weisen anschauen oder mich mit ihm auseinandersetzen. Also wenn ich ihn als ästhetisches Objekt betrachten würde, würde ich sagen, ja, ich fasse ihn über meine Sinne auf, ich schaue ihn mir an und ich mache mir diese Sinneseindrücke zum Gegenstand meiner Aufmerksamkeit. Ich beginne damit zu spielen. Also ich fange an zu gucken, wie ist der Gesichtsausdruck, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Regt mich das an, mich mit dem Ding zu beschäftigen, oder ist er nach einer Minute oder noch schneller langweilig und so weiter. Wenn ich mich auf moralische Weise dem Nikolaus nähere, stellen Sie sich vor, ich habe den eben in der Mensa mitgenommen, der stand da auf dem Tisch, dann frage ich mich oder da habe ich mich gefragt, wem gehört der wohl? Darf ich den essen? Was würde passieren, wenn ich ihn jetzt einfach mitnehme? Ich habe es ja getan. Sieht mich dabei jemand? Muss ich mit Konsequenzen rechnen? Handle ich gemäß den Normen oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht, aber ich tue es trotzdem. Das sind moralische Fragen an den Nikolaus. Praktische Fragen wären zum Beispiel, ich nehme ihn, gehe damit nach Hause, stecke ihn meinen Kindern in den Stiefel oder ich schmelze ihn ein und lade die Nachbarn zum Schokoladenfondue ein oder ich stelle ihn in meine Sammlung aus Nikoläusen, denn da fehlt gerade noch diese Größe. Also Fragen, was kann man damit sinnvollerweise praktisch tun? Was lässt sich damit anstellen? Und ich kann ihn in theoretischer Haltung ihm begegnen und ihn fragen, was mag der gekostet haben, was wiegt der wohl, wie groß ist er, wie viele Kalorien stecken da drin. Dann kann ich immer die Frage stellen, ist mein Wissen über den Nikolaus falsch oder richtig? Das kann ich bei den anderen Weisen des Weltbezugs nicht tun. Und so auf diese Weise kann ich mit allen Weltausschnitten theoretisch umgehen. Bei einigen drängt sich natürlich eher die eine und dann mal auch die andere stärker auf. Aber oft gibt es auch Überschneidungen. Das sind also analytische Kategorien, die uns helfen, genau zu schauen, in welcher Art und Weise setzt sich ein Kind oder ein bildendes Subjekt mit der Welt auseinander. So, jetzt habe ich diese fünf Dreiecke mit dem vierpoligen Kabel, könnte man sagen, dass das Ganze durchzieht, Ihnen aufgebaut, und ich hoffe, Sie werden mir nachsehen, dass ich jetzt im Weiteren nicht dauernd über alle Ecken und Kanten dieses Gebildes sprechen werde. Das tut nämlich auch niemand, der über Bildung spricht. Meistens hält man sich an einer der Ecken auf oder an einem der fünf Dreiecke oder an einem der vier Kabel. Alles mit allem zu verknüpfen, gelingt eigentlich niemandem. Und das muss vielleicht auch nicht sein. Ich möchte Ihnen aber jetzt im vierten Schritt noch einige Bedenken sozusagen, die dem gegenüber, was ich eben genannt und erzählt habe, geäußert wurden in jüngerer Zeit, damit Sie so ein bisschen die aktuelle Diskussion zur Bildung auch miterleben können oder etwas darüber erfahren können. Bildung ist ja
für uns alle so im Alltagsgebrauch immer mit einem gehörigen Portion Optimismus verbunden. Wir vermuten doch eigentlich alle, durch Bildung wird es irgendwie besser. Jedenfalls nicht schlechter. So ist die Hoffnung. Aleida Aßmann hat mal gesagt, der Bildungsbegriff changiert irgendwo zwischen utopischem Ideal und politischem Programm. Und ein anderer Bildungstheoretiker schrieb dazu, allerdings jetzt schon sehr skeptisch, die umlaufenden Vorstellungen über Bildung leiden an einem Übel, an einem Erbübel pädagogischen Denkens. Sie versuchen nämlich, die Erfahrung einer mutlos stimmenden Situation durch eine optimistische Erschleichung wettzumachen. Beides, die negative Erfahrung der Zeit, also Zeitkritik, und die projektive Zuversicht in die Möglichkeiten und die Macht gegenwirkender Bildung, ist im pädagogischen Bewusstsein eine liebe Übung. Und das seit 200 Jahren. Das heißt, ganz häufig verbinden wir Zeitkritik, es ist alles so schlecht heute, zum Beispiel denken Sie an den PISA-Schock, denken Sie an die Befunde über Desintegration von Migrantinnen und Migranten in unserem Land, wie schrecklich ist alles, wird verbunden mit einer enormen Hoffnung und geradezu Heilserwartung, durch Bildung wird alles besser werden. Das führt uns ja dazu, dass wir in den frühkindlichen Einrichtungen jetzt über Bildung so viel nachdenken müssen. Dieser Optimismus hat in jüngerer Zeit eine ganze Reihe von Dämpfern bekommen. Ich nenne es mal Dämpfer. Und zwar so erheblich, dass viele den Begriff eigentlich schon ganz gerne aufgeben würden. Ich glaube, hier vorne sitzt ein Kollege, der darüber auch viel nachdenkt. Ob man das nicht lieber sein lassen sollte mit dem Bildungsbegriff. Ich möchte Ihnen vier dieser Dämpfer, und das sind sicherlich alle, vorstellen. Erster Dämpfer. Bildung diente seit dem 19. Jahrhundert eigentlich schon immer als Distinktionsmittel. Das heißt, diejenigen, die gebildet waren, grenzen sich durch ihre Bildung ab von denen, die ungebildet waren. Sie kennen alle den Begriff, der auch etwas abfällig heute benutzt wird, vielfach des Bildungsbürgertums, des Spießbürgertums. Also diejenigen, die meinen, sie haben da etwas, was andere nicht haben und sich dadurch über andere auch erheben. Und das ist natürlich nicht nur eine Marotte von einigen Bürgern oder Spießbürgern, sondern es hat die Funktion, deren Macht, deren Höherstellung in der Gesellschaft zu erhalten. Bildung ist also nicht nur einfach ein individuelles Projekt, sondern es ist auch in der Art und Weise ihrer Gestaltung und Organisation immer eingebettet in Gesellschaft, nicht nur in gesellschaftliche Verhältnisse, sondern in gesellschaftliche Ungleichverhältnisse, in gesellschaftliche Machtverhältnisse. Menschen, die gebildet sind, versuchen dadurch auch, Macht über die, die weniger gebildet sind, zu erlangen oder zu erhalten. Und das kann man natürlich, wenn man ursprünglich davon ausging, dass das linke Dreieck auch sozusagen Solidarität und Gleichbehandlung der gleichwertigen Menschen angestrebt hat, ganz stark kritisieren. Es wird stark kritisiert. Zweiter Dämpfer, da hat sich eine starke Kritik doch immer deutlicher gemacht an dieser Vorstellung, dass das Ziel der Bildung so etwas wie Subjektivität oder auch Autonomie ist. Man hat nämlich gemerkt, dass es doch ganz schön viele, wie wir heute sagen, nicht intendierte Nebeneffekte gibt, dieser Vorstellung davon, dass wir uns alle bilden zu einem starken Subjekt, zu einem starken Individuum. Das nämlich müssen wir als gedachtes Ideal, was es ja nicht wirklich ist, das ist ja ein Ideal, dem wir sozusagen nachjagen, das starke Subjekt, das müssen wir ziemlich machtvoll oder auch manche sagen auch gewaltvoll durchsetzen gegen andere. Das heißt, wir bilden unsere Individualität, unsere Subjektivität aus auf Kosten anderer. Man muss dann Gewinner und Verlierer produzieren und das tun wir in unserem Bildungssystem ja auch in einer nicht zu übersehenden Weise. Das starke, souveräne Subjekt tut aber nicht nur anderen, sondern auch sich selbst Gewalt an, wenn es seine Schwächen, seine Enttäuschungen, seine Verletzlichkeiten, sein Scheitern und seine Misserfolge, seine Abhängigkeit von anderen zugunsten der in dieser Bildungsidee enthaltenen starken Individualität und Einzigartigkeit dauerhaft verdrängen oder leugnen muss.
Hier ist zum Beispiel sehr viel geschehen in dem Nachdenken darüber, was eigentlich unser Körper für eine Beziehung zur Welt hat, ohne dass wir darüber immer schon bestimmen können. Dass wir also als körperliche oder als leibliche Wesen sozusagen ganz viel stärker der Welt und den anderen Menschen und auch uns selbst, wenn wir zum Beispiel krank sind, viel stärker ausgeliefert sind, als dieses starke Ideal eines starken Subjekts uns vorgaukelt. Und wenn man das immer als oberste Maxime so daran festhält, dann müssen wir eben auch unseren eigenen Körper verleugnen und tun ihm damit letztlich Gewalt an. Dritter Dämpfer, damit verbunden, ist eine starke Skepsis gegenüber der im klassischen Bildungsprogramm verankerten Fortschrittsgläubigkeit oder der Selbstüberschreitung, hatten wir vorhin gesagt, der Höherentwicklung. Der erste ganz starke Dämpfer, nicht der erste, aber ein ganz massiver und nicht mehr hintergehbarer, ist natürlich die Erfahrung des Faschismus im letzten Jahrhundert, wo man gesehen hat, jetzt haben wir uns so hochgradig zivilisiert und was ist dabei rausgekommen, gebildet, kultiviert in unserer westlichen Gesellschaft, das kann doch nicht das Ergebnis sein, da muss doch irgendwas ganz grundlegend schiefgelaufen sein. Wir Gebildeten leben auf Kosten nicht nur der Armen in unserer Gesellschaft, sondern inzwischen auch auf Kosten der ärmeren und ganz armen Menschengruppen auf diesem Globus, sowie auf Kosten unserer eigenen Kinder und Enkel, denen wir einen ökologisch und ökonomisch total überschuldeten Planeten übergeben werden. Also es wird immer schwieriger, sozusagen an Fortschritt und Höherentwicklung durch Bildung zu glauben. Und da muss man vielleicht wirklich umdenken. Und der vierte Dämpfer, den werde ich auch gleich mit Lotta nochmal ausführlicher besprechen. Oft wird Bildung, und das ist ja auch ein schöner Gedanke, als ein harmonisches Wechselspiel zwischen Welt und Ich beschrieben. Das heißt, in der Entwicklung bauen wir sozusagen immer mehr Bildung auf. Es differenziert sich alles immer weiter aus. Wir lernen mehr Dinge kennen, wir verstehen sie besser. Wir werden dabei zu brauchbaren Mitgliedern der Gesellschaft und außerdem zu einzigartigen Individuen. So wird es oft beschrieben. Das hat seine Wurzel in diesem unglaublichen Optimismus und dieser Erwartung an Bildung. Aber auch da werden die Stimmen immer lauter, die sagen, so einfach läuft es nicht. Erstens gibt es ganz viel misslungene Bildung, Bildungsanstrengungen und zweitens ist auch die gelingende Bildung durchzogen von Misserfolgen, von Scheitern, von Enttäuschungen und so weiter. Darüber will ich gleich noch mehr sagen. Diese Optimismusdämpfer begleiten heute alle seriösen Versuche, über Bildung zu sprechen. Am Beteiligtsein dieser Argumente können Sie zum Beispiel einen Erziehungswissenschaftlichen von einem politischen Reden über Bildung unterscheiden. Deswegen ist mir es wichtig, dass Sie die jedenfalls in Ansätzen heute mitbekommen. Gut, so viel erstmal zu dem ersten Teil. Dann schreite ich voran zum zweiten. Was ist jetzt frühkindliche Bildung? Ich beginne gleich mit zwei Definitionen. Wann beginnt eigentlich frühkindliche Bildung? Frage dann, wie entsteht sowas wie Subjektivität und Selbstreflexion als Bestandteil, vielleicht als notwendiger Bestandteil von Bildung und werde dann an dem Beispiel von Lotta einen Bildungsprozess genauer anschauen. Also zunächst drei Definitionen, die nicht gut zusammenpassen. Tietze schrieb 2003, ich bin in der Erziehungswissenschaft vermutlich ein Exot, denn Bildung beginnt üblicherweise mit dem ersten Schuljahr. Menschen, die sich unterhalb dieser institutionellen Grenze mit Bildung beschäftigen, gehören nach allgemeiner Auffassung nicht unbedingt in den Wissenschaftsbetrieb. Also wir alle gehören hier eigentlich nicht hin. Gerd Schäfer hält mit einem prominent gewordenen Buchtitel dagegen, Bildung beginnt mit der Geburt. Während Tietze also den Begriff Bildung an den Eintritt in die Institution Schule knüpft und alles andere unwissenschaftlich nennt, hat Schäfer offenbar ein ganz anderes Verständnis davon, was man mit Bildung meinen könnte, nämlich etwas, was jedenfalls auch unabhängig von Institutionen sich ereignen kann. So viel können wir schon sagen. Eine dritte Auffassung vertritt Lothar Wigger. Er geht davon aus, dass Bildung in etwa dort beginnt, wo Erziehung aufhört. Also vielleicht etwa
mit Beginn der Adoleszenz. Wenn Jugendliche zunehmend weniger sich den Erziehungsbemühungen von Eltern und Lehrern zu unterwerfen bereit sind und stattdessen zunehmend mehr die Dinge selbst in die Hand nehmen und sozusagen selbst bestimmen wollen, sich selbst entscheiden wollen, was für sie gut ist und was nicht. Das hängt damit zusammen, diese klassische Auffassung, dass Bildung erst da beginnt, wo Erziehung aufhört, also irgendwann im Jugendalter, dass das auch die Zeit ist, wo sozusagen ganz offensichtlich wird, dass Menschen sich auf sich selbst beziehen können. Also die Identität sich ausbildet, indem man sich selbst zum Gegenstand der Reflexion macht und denkt, will ich das so, will ich was anderes, wie könnte meine Zukunft aussehen und so weiter. Das sind Dinge, die Jugendliche mehr, mindestens mehr beschäftigen, vielleicht auch erstmalig beschäftigen, in dieser Weise zumindest, als Grundschulkinder und besonders erst recht als kleine Kinder, Vorschulkinder. Wenn wir aber nun unterstellen, und das ist ja unsere Aufgabe hier, dass es vertretbar und sinnvoll ist, von frühkindlicher Bildung zu sprechen und nicht nur von Lernen, Entwicklung, Förderung, Erziehung oder Kompetenzaufbau, dann sollten wir uns wohl erst einmal an Gerd Schäfer halten. Und das tun wir gleich auch. Die Frage ist, auch für mich tatsächlich, ab wann ist es sinnvoll, von Bildung zu reden? Ich habe hier eine relativ schlichte Antwort. Bildungsprozesse des kleinen Kindes beginnen dort, wo sich das Kind in welcher Art und Weise auch immer aktiv zu seiner kulturellen Umwelt ins Verhältnis setzt. Das setzt voraus, dass da etwas ist, was sich ins Verhältnis setzen kann. Nämlich ein sich seiner selbst bewusstes Ich oder irgendeine Vorform davon. Also ein jemand, der weiß, dass es von dieser kulturellen Umwelt, in der es lebt, unterschieden ist. Und das ist, denke ich, bei der Geburt noch nicht der Fall. Aber das ist auch nicht erst dann der Fall, wenn das Kind Ich sagen kann. Und es ist erst recht nicht dann erst der Fall, wenn es in die Schule kommt. Oder wenn die Erziehung aufhört. Die erste Frage an einen Bildungsbegriff der frühen Kindheit lautet also, wie entsteht denn überhaupt das Subjekt und die Fähigkeit, sich auf sich selbst und auf die Umwelt zu beziehen? Sie werden gleich merken, hoffe ich jedenfalls, dass es viel spannender ist, sich über dieses Wie Gedanken zu machen, als über das Wann. Also wer von den dreien hat nun recht? Also die Frage zunächst mal, wie entsteht Subjektivität? Ich stelle diese Frage, die Sie vielleicht gerne überspringen würden, weil sie ziemlich unbequem ist und ziemlich umständlich zu beantworten, auch deswegen hier an den Anfang, weil wir uns als Frühpädagoginnen und Frühpädagogen mehr als andere Pädagoginnen und Pädagogen darin üben müssen, diese Andersartigkeit und Fremdartigkeit der Kinder, die wir im Kopf haben oder die wir gegenüber haben in der Frühpädagogik, zu verstehen. Daniel Stern, ein berühmter Säuglingsforscher, hat mal gesagt, die kleinen Kinder, die Säuglinge, die müssen wir eigentlich erfinden. Die können wir nicht verstehen, die können wir auch nicht konstruieren, wie es manchmal heißt. Die müssen wir eigentlich erfinden, weil sie sich ja überhaupt zu Beginn ihres Lebens nicht dazu äußern können, in der Art und Weise, wie wir wissenschaftlich über sie nachdenken und reden, was wir ihnen zuschreiben an Erfahrungen. Das heißt, wir müssen da ganz, ganz besonders vorsichtig sein. Dreijährige können wir schon interviewen inzwischen, Siebenjährige sowieso, 14-Jährige können uns schon ihr ganzes Leben erzählen. Aber die Säuglinge sind sozusagen am weitesten entfernt von unserer Art und Weise, Menschen zu beschreiben, nämlich durch vernünftige Sprache. Deswegen lassen Sie uns da einen Moment das versuchen. Gerd Schäfer, um den soll es jetzt gehen, geht, wie viele andere auch, davon aus, dass kleine Kinder zunächst in ganz praktischer Erfahrung in Auseinandersetzung mit ihrer Welt treten, dass sie sich dabei durch die Erfahrung formen. Bildung geschieht für ihn im Erfahrungslernen, das heißt, Erfahrungen werden nach und nach strukturiert, geordnet, ausdifferenziert und gehen dann allmählich in denkende Bewusstseinsprozesse über. Schäfer fragt also, wie gelangt das Kind zu Bewusstsein? Wie werden aus Erfahrungen Wissensformen verfügbare mentale Repräsentationen, heißt es dann in der Psychologie, mit denen sich handeln lässt, mit denen sich sinnvoll handeln lässt.
Also wenn Sie sich das am Beispiel vorstellen, am einen Ende seiner Frage steht der Säugling, der gerade neugeboren ist, der ganz einfache Erfahrungen macht, gehalten zu werden, gestillt zu werden, angesprochen zu werden durch Menschen, Geräusche, Farb- oder Formeindrücke. Und am anderen Ende steht das denkende, sprechende Ich eines Kindes, das zum Beispiel sagt, ich will aber nicht aufräumen, ich habe gestern aufgeräumt, heute bist du dran. Da sind natürlich Welten dazwischen. Und was liegt dazwischen, fragt sich Schäfer. Er schlägt vor, ich mache das relativ knapp, zu sagen, zunächst einmal haben wir nicht so etwas wie Geist oder mentale Repräsentation, also Vorstellungsbilder, Gedanken, mit denen die Kinder, so wie wir das tun, ihre Welt ordnen und sortieren, sondern zunächst ist da nur der aktive, handelnde Körper. Und dieser Körper strukturiert sich aus, differenziert sich aus in fünf, wie er das nennt, Organisationsprinzipien. Denn, so sagt er, bevor das Kind ein Selbstbild verbunden mit einem Weltbild entwerfen kann, braucht es eine, schwieriges Wort, präreflexive Erkenntnistheorie, die bereits in den Körper, sein Wahrnehmen und Handeln eingebaut ist, noch bevor es beginnt zu denken. Mit dieser präreflexiven Erkenntnistheorie meint er, das Kind braucht Verarbeitungsmuster, praktische Handlungsmuster, es braucht Möglichkeiten der Sinnstrukturierung, damit es in seiner Welt überhaupt zurechtkommt, damit es aktiv am Leben teilnehmen kann. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal einen Säugling erlebt haben, wie der allmählich beginnt, an den alltäglichen Verrichtungen, zum Beispiel des Stillens oder des Gewickeltwerdens, wirklich aktiv teilzunehmen. Zuerst haben Sie das Kind und müssen jeden Handgriff sozusagen für dieses Kind machen, wenn Sie es wickeln. Allmählich kommt es dahin, dass es seinen Arm ausstreckt, sein Bein ausstreckt, den Po hochhebt, wenn die Windel kommt und so weiter. Also dann merkt man, jetzt hat er begriffen, oder Sie, worum es hier geht, nämlich irgendwie sich zu beteiligen an dieser alltäglichen Pflegesituation. Und das sind die Momente, wo Schäfer sagt, da hat er ein erstes Orientierungsmuster, ein Wahrnehmungsorientierungsmuster in seinem Körper ausgebildet, um aktiv am Leben teilnehmen zu können. Ja, und dann nennt er fünf verschiedene Muster. Ich will die gar nicht alle im Einzelnen besprechen, sondern im Wesentlichen auf einen zu sprechen kommen, weil meiner Meinung nach da Bildung beginnt, wenn man das mal so definitorisch vorschlagen darf. Erkenntnistheorie vielleicht noch. Schäfer bringt auch den Vergleich zu einem Fisch, der im Wasser schwimmt und natürlich nicht denken kann, jedenfalls nehmen wir das an. Dem ist aber auch so etwas wie eine Theorie der Strömungsdynamik eingebaut, sagt er. Also die Art und Weise, er hat gelernt, sich im Wasser so zu bewegen, dass er die strömungsdynamischen Gesetze befolgt. Das heißt, in dem Fischkörper ist die Theorie der Strömungsdynamik eingebaut und so ist in die Kindkörper die Theorien über Wahrnehmungsmuster, Sinnstrukturen und so weiter eingebaut. Sie verhalten sich sinnvoll und können aktiv teilnehmen, obwohl sie noch nicht denken können oder sprechen können. Ja, er sagt also, die allerersten Muster sind sinnliche. Die Kinder etablieren frühe Wahrnehmungsmuster, mit Hilfe derer Wirklichkeit und Selbsterleben strukturiert werden und dann auch erwartbar werden. Also die Situationen, die immer wieder kommen, können von Kindern relativ früh in den ersten 2 Monaten bereits erfolgt diese Musterbildung erwartbar werden, wobei wir uns das nicht so vorstellen dürfen, dass die schon nach Sinnen sortiert alles erwarten, sondern die Entwicklungstheoretiker und auch Schäfer sprechen hier von einer amodalen Organisation, also das sind immer Gesamtsituationen, die sie erinnern und dann auch erwarten können, die Kinder. Da ist auch außen und innen noch nicht deutlich voneinander getrennt, sondern die Kategorien, in denen wir uns das vorstellen können, sind eher Intensität, Lust und Unlust, Formen, Vitalitätsaffekt, also sowas wie eine unbändige Lebendigkeit, aber auch Zeitmuster, sowas wie Schlaf- und Wachrhythmen oder Hunger- und Sättigungsgefühle. Da sind sozusagen ganz frühe, entstehen ganz frühe sinnlich, den Körper sinnlich strukturierende Orientierungsmuster in der Welt.
Die zweite Organisation nennt er die szenische Organisation. Das sind nicht nur einzelne Situationen, sondern es sind, also wie Fotos sozusagen, sondern es sind Szenen, die sich immer wiederholen und die Kinder als Szenen auch abspeichern. Es entstehen szenische Erinnerungsmuster als größere Wahrnehmungseinheiten und darin gibt es sowas wie Inseln der Konsistenz, so nennt das der Säuglingsforscher Daniel Stern, die allmählich zusammenwachsen. Und das ist das, was sozusagen Bewusstsein beginnen lässt. Also das Kind lernt so ganz allmählich oder erfährt ganz allmählich, in diesen Situationen bin ich in einer Situation, und zwar in dieser ganz konkreten, nicht in einer, sondern in dieser Situation. Und das nennen sie dann das Entstehen eines konsistenten Selbst. Also das sind Inseln, die noch nicht miteinander verbunden sind. Die dritte Organisationsform, das ist die soziale Organisation. Da beginnt das Kind jetzt aus dieser ganz engen Dyade zwischen Mutter und Kind oder zwischen Bezugsperson und Kind herauszutreten und sich entweder zum Vater hin oder zur nächsten Bezugsperson hin zu öffnen und aber auch auf Dinge mit der Mutter zusammen, mit der Bezugsperson zusammen zuzugehen. Man merkt in dieser Phase, dass die Kinder zunehmend selber aktiv werden, wenn Mutter und Kind miteinander sprechen, zum Beispiel in diesen frühen gemeinsamen Dialogen, ist es am Anfang so, dass die Bezugsperson der Mutter, dem Kind eigentlich nachgeht und es immer wieder aufnimmt und imitiert und was vorschlägt und so weiter. Jetzt ist es so oder wird es allmählich so, dass die Kinder selber diesen Dialog beginnen und auch modifizieren und eigene, wenn man so will, Redebeiträge dort drinnen liefern. Und was ganz wichtig ist, ist in diesem Stadium oder in dieser Verfasstheit das, was die Forscher die geteilte Aufmerksamkeit nennen. Das heißt, Mutter und Kind, ich sage jetzt immer Mutter und Kind, es könnten auch andere Personen sein, schauen gemeinsam zum Beispiel auf ein Bilderbuch oder auf einen Gegenstand. Sie teilen ihre Aufmerksamkeit, so wie Sie alle jetzt ihre Aufmerksamkeit, Sie sitzen in geteilter Aufmerksamkeit zu mir hin, hoffe ich jedenfalls. So beginnt das Kind also im Laufe des ersten Lebensjahres die Kinder auf den Gegenstand, sagen wir mal ein Bilderbuch, zu schauen und sich dabei, das ist das Entscheidende, mit der Mutter abzustimmen darüber, was dieses Ding da draußen bedeutet. Die können noch nicht sprechen, das sind noch Säuglinge, aber sie können schon sehen, zum Beispiel etwas ruft Erstaunen hervor oder etwas ist bedrohlich oder etwas ist lustig, man kann darüber lachen. Und man stimmt sich ab durch Mimik, durch Gestik, durch Blicke, durch körpersprachliche kleine Verständigungsgesten darüber, was dieses Ding außerhalb der Dyade bedeuten könnte. Nicht als Wort, sondern zum Beispiel, es könnte Schrecken bedeuten oder Freude oder Neuartigkeit oder Wiedererkennen oder was auch immer. Und da kann man jetzt sagen, es entsteht Subjektivität durch Intersubjektivität. Also dadurch, dass ich mich mit anderen abstimme, aber vorsprachlich, kann ich mich selbst als etwas wahrnehmen und verstehen, was nicht dieser andere ist. Das ist ein bisschen kompliziert, aber wahnsinnig wichtig, nicht kompliziert. Gut, es kommen dann noch zwei andere, die mache ich jetzt wirklich ganz kurz, die imaginäre Organisation und dann die sprachliche. Imaginäre heißt, diese szenischen Erinnerungsmuster werden als Bilder, als Fantasie, als etwas, was ich auch sozusagen im Kopf dann schon hervorrufen kann, gespeichert. Das ist der Beginn dessen, was wir dann mentale Repräsentation nennen. Das Kind beginnt zu träumen. Fragen Sie mich nicht, wie man das rausgefunden hat. Schäfer sagt, das Kind bebildert seine Welt und zwar mit Fantasie, mit Imagination und dadurch kann es auch Dinge schon wieder erwarten, die es schon kennt, kann aber damit auch schon spielen, kann in der Fantasie Dinge auch verändern. Und schließlich die sprachliche Organisation, das Kind beginnt zu sprechen, das ist dann in der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres meistens. Auch dies ist zunächst jedenfalls auch ein Vorgang, der ganz wesentlich an den Körper gebunden ist. Also der kindliche Organismus
organisiert sich als ein Sprachkörper. Stern spricht von dem verbalen Selbst, das jetzt entsteht. Es erlernt die Laute, es geht über von sehr ungenauer zu differenzierender oder differenzierterer Artikulation. Es entstehen Worte aus Gesten, alles ist sozusagen noch sehr körperlich, das frühkindliche Sprechen, der Sprachbeginn. Und erst ganz allmählich emanzipiert sich das Wort vom Körper mehr und mehr und verbindet sich dichter mit dem Denken, was dann auch beginnt in der klassischen Weise. Wichtig ist noch, alle fünf Organisationsformen, die Schäfer beschreibt, bleiben lebenslang erhalten. Das ist also nichts, was dann nach 2 Jahren etwa abgeschlossen ist und dann fängt das Denken an und der Körper spielt keine Rolle mehr. Das hatten wir vorhin schon, dass man sozusagen in der im Nachdenken über Bildung sehr viel genauer und aufmerksamer über die Rolle des Körpers nachdenkt. Und darauf bezieht sich auch dieser letzte Satz. Das sind Formen, die Sie wahrscheinlich, wenn Sie mal sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, alle bei sich selber auch heute noch finden würden. Auf die wir lebenslang zurückgreifen. Ja, das ist Schäfers Theorie der frühen Bildung. Deswegen sagt er, Bildung beginnt mit der Geburt, weil da sozusagen von Anfang an mindestens Vorläuferfunktionen von Subjektivität da sind. Ich würde sagen, mit der sozialen Organisation des Körpers, wann immer die beginnt, ist auch nicht so wichtig. Da beginnt das Kind sich wirklich in diesem auf etwas Drittes gerichtet sein und sozusagen sich selber zu positionieren in seiner kulturell vorgeformten Umwelt. Wenn man jetzt nochmal an Schäfer Fragen stellen will, kann man sagen, oder ihn kritisieren will vielleicht auch, kann man sagen, er bleibt sehr deskriptiv. Wenn Sie auf das zurückgreifen, was wir vorhin über den Bildungsbegriff gesagt haben, Schäfer diskutiert die normativen Implikationen des Bildungsgeschehens eigentlich gar nicht. Er interessiert sich weder für die gesellschaftlichen Vorbedingtheiten der individuellen Bildungsprozesse, also das, was in dem sozialpädagogischen Gerechtigkeitsdiskurs betont wird, noch für die kulturellen Diversitäten, mit denen wir es heute überall zu tun haben. Er behandelt eigentlich als ein Anthropologe alle Kinder gleich und ohne Rücksicht auf ihre ganz unterschiedlichen Herkünfte. Es fehlt also sozusagen mindestens eine Dreiecksspitze aus dem ersten Bild. Der Hintergrund ist, dass er sich sehr viel mit psychologischen, medizinischen, hirnphysiologischen Theorien und Forschung auseinandergesetzt hat, mit der Säuglingsforschung, die auch keine pädagogische Forschung ist eigentlich und deswegen diese kulturelle Seite der Bildung fast gar nicht im Blick hat, auch wenn er das hin und wieder nennt. Und er folgt eigentlich ziemlich ungebrochen, würde ich mal behaupten, dem, was ich vorhin den eingeborenen Optimismus der Bildungsidee genannt habe. Also er beschreibt das Aufwachsen der Kinder, nicht nur hier, sondern auch wenn es dann weitergeht, über das zweite Lebensjahr hinaus, immer als ein sehr experimentierfreudiges, neugieriges Forschen in der Welt sein und den allmählichen Aufbau von Bildungskompetenzen, von Bildungsbestandteilen, nicht Bildungskompetenzen. Und hat diese Dämpfer, von denen ich vorhin sprach, wenig im Blick. Und wenigstens in einer Hinsicht möchte ich dem jetzt nochmal nachgehen und jetzt ganz konkret werden mit Lotta. Sie erinnern sich vielleicht an den ersten Satz. Lotta sagt, mit mir ist es komisch, ich kann so viel. Ein wunderbarer Satz, oder? Das ist übrigens Astrid Lindgren, falls ich das noch nicht dazu gesagt habe, für die das Buch nicht kennen. Über diesen ersten Satz oder zwei Sätze könnte man ja schon eine eigene Vorlesung halten. Ich mache es aber ganz kurz, denn in diesem Satz ist doch eine für ein 5-jähriges Kind vielleicht unerwartete, aber empirisch glaube ich gar nicht so seltene Wendung auf sich selbst gegeben. Mit mir ist es komisch, ich kann so viel. Warum ist es für Lotta komisch? Warum ist es nicht einfach großartig, dass sie so viel kann? Ich denke, Lotta setzt sich mit dieser Verwunderung bereits ins Verhältnis zu den durch ihre Umwelt kommunizierte Erwartung, dass ein 5-jähriges Kind nämlich noch nicht viel kann. Sowohl als jüngste von 3 Geschwistern als auch als Kind ihrer Eltern, also im erwachsenen Kind unterscheiden, wird sie Tag aus, Tag ein mit dem Satz oder doch mit der Haltung konfrontiert werden, das kannst du eben noch nicht, lass mich das mal machen oder das darfst du noch nicht und so weiter, das kennen sie alle. Und Lotta
stellt da eine Differenz fest. Deswegen wundert sie sich. Ich kann aber doch schon so viel. Ich möchte jetzt in drei Schritten diesen Bildungsprozess, der mit dem eingangs erzählten Sturz in die Rosenhecke gar nicht beginnt, sondern schon längst begonnen hat, erläutern. Und zwar in diesen drei Schritten. Da gibt es zunächst eine Omnipotenzfantasie, das ist ein Begriff aus der Psychoanalyse, der sozusagen für Lotta die Möglichkeitsbedingung darstellt, überhaupt in Gang zu kommen und sich dieses große Fahrrad zu schnappen. Ich kann das ja alles schon. Eigentlich kann ich alles, sagt sie, wenn ich genau darüber nachdenke. Diese Illusion der eigenen Mächtigkeit, die weit über die Realität hinausschießt, dieses Selbsterleben als einem Wirkungszentrum des Geschehens entsteht nach dem Psychoanalytiker Winnicott durch die frühe Erfahrung der Symbiose mit der Mutter, die zunächst einmal alle Bedürfnisse des Kindes stillt, indem sie den Bedürfnissen des Kindes sozusagen ständig und permanent und prompt nachgeht und sich selbst diesen Bedürfnissen weitgehend anpasst in der ersten Phase des Lebens. Dadurch nährt sie beim Säugling die Illusion einer magischen Kontrolle. Zwischen dem Kind und der Außenwelt entsteht so etwas wie ein Zwischenraum, ein intermediäres, nennt das Winnicott, in welchem das Kind sozusagen sich der Illusion hingeben kann, alles, was ich will, geschieht auch. Das ist Omnipotenzfantasie. Alles, was ich mir wünsche, kriege ich auch. Alles, was ich mir imaginiere mit Schäfer, gibt es auch wirklich. Der Teddy, der bei Lotta auch eine große Rolle spielt, den sie auch alle kennen als wichtiger Begleiter für kleine Kinder oder das Schmusetuch, sind für die Kinder sozusagen selbst erschaffene Objekte, die ja tatsächliche Freunde sind oder tatsächliche Tröster sind oder tatsächliche Begleiter sind. Da wird nicht in Frage gestellt, ist das Fantasie oder Wirklichkeit, sondern das ist einfach so. Das ist ein Handlungsgegenstand, der hilft, die Welt zu verstehen und in ihr zu handeln. Diese frühen Erfahrungen der Omnipotenz sind geschützt dadurch, dass wir nie die Frage stellen, sag mal, hast du dir das ausgedacht oder ist das wirklich so? Das tun wir ja nicht. Wir akzeptieren das ja in der Regel. Und deswegen lassen wir dem Kind die Illusion, dass das, was es erschafft, wirklich auch besteht. Winnicott sagt nun, erst durch dieses Vorhandensein dieses Zwischenraums kann sich im Erleben des Kindes dann Innen- und Außenwelt voneinander trennen. Und diese Illusion des Kindes, das erfährt es in der ganz frühen Kindheit und das nimmt er sozusagen als Potenzial mit in die weitere Kindheit. Und diese Illusion, die wir alle bis heute haben, ich hoffe das jedenfalls für Sie, dass ich etwas kann, was ich eben überhaupt noch nicht kann, dass ich etwas in Angriff nehme, wo ich keine Ahnung habe, ob das gelingt oder nicht. Wenn Sie ein Studium beginnen zum Beispiel. Sie wissen überhaupt nicht, was hinten rauskommt, aber Sie imaginieren sich als jemand, der das glanzvoll bewältigen wird. Hoffe ich jedenfalls. Bei Lotta geht es ja, wie oben bereits angedeutet, keineswegs nur um das Erlernen des Fahrradfahrens. Das ist eigentlich nur die von der Kultur zur Verfügung gestellte, das Mittel für die Herstellung von Triumphgefühlen, für eine neue Erfahrung der eigenen Leiblichkeit, in der es saust und rauscht, wir hatten das eben gesehen, und in der man erstmalig von oben auf die Welt schauen kann, auch eine wichtige Erfahrung für Radfahrer. Es geht Lotta überhaupt gar nicht um das Lernen, so wie wir das gerne diskutieren oder interpretieren würden, denn diesen Schritt gedenkt sie eigentlich zu überspringen. Sie will es einfach tun. So wie ihre großen Geschwister es tun. Sie will eine Radfahrerin sein und nicht eine Fahrschülerin. Und indem dieses Ich will und ich werde sozusagen in der Fantasie, im Imaginären zusammenfallen, wird das Radfahren zur Quelle und auch wieder zur Projektionsfläche von diesen Omnipotenzfantasien. Also dadurch nährt sich das immer wieder neu. Dieser Pool von Ich kann alles, ich werde es schaffen, immer wieder neu gefüllt. Auf diese Illusion der Omnipotenz, der eigenen Mächtigkeit, folgt notwendigerweise umgehend die Desillusionierung. Nicht erst im Flug über die Rosenhecke, sondern bereits beim Versuch, das viel zu große Fahrrad aus dem Schuppen und den Berg hochzuschieben, leistet nämlich das Objekt, dieses Fahrrad, Widerstand und ruft, so sagt es Winnicott, bei dem Kind aggressive Akte der Objektzerstörung hervor.
Im Buch heißt es dazu, das war ein ganz dummes und abscheuliches Fahrrad, fand Lotta. Es zerschrammte ihr die Beine und fiel dauernd um und rutschte weg. Warte nur, bis ich auf die Pedale steige, sagte Lotta böse. Sie sagte es zu dem Fahrrad. Das ist ein wunderbar beschriebener Tat, eine wunderbar beschriebene Teil dieses Prozesses, den Winnicott theoretisch etwas anders beschreibt. Er sagt nämlich im Übergang von der Objektbeziehung, also ich habe dieses Ding, zur Objektverwendung, das heißt, ich kann damit umgehen, muss das Fahrrad oder das Objekt zunächst zerstört werden. Also ich muss ihm aggressiv gegenübertreten, so wie sie das hier in Worten dem Fahrrad gegenüber macht, damit das Kind merkt, dass der Gegenstand, der da so widerständig ist, nicht vernichtbar ist. Diese aggressiven Akte, die Sie vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern bestimmt auch kennen, wenn Ihnen etwas nicht gelingt, dass man den Bleistift über den Tisch schmeißt oder wenn Sie ein Spiel verlieren, kennen Sie das, die Leute, die nicht verlieren können, die fegen dann das Ganze vom Tisch. Also das sind aggressive Akte oder Sie schmeißen ein Buch in die Ecke, weil Sie es wieder nicht verstanden haben oder streichen das dick durch oder wenn Sie mit Werkzeug hantieren und es gelingt Ihnen nicht, dass Sie das Ding dann in die Ecke schmeißen. Also das sind so aggressive Impulse, von denen Winnicott sagt, ja, die sind ganz wichtig, ganz notwendig. Die dienen dazu, dass ich begreife, dieses Ding lässt sich nicht von mir magisch kontrollieren. So, mit der kindlichen Omnipotenzfantasie. Ich begreife, dass es wirklich ein Ding, was anders ist als ich. Und es ist losgelöst von der Fantasie, von meiner Fantasie, es beherrschen zu können. Nachdem Lotta also gestürzt ist, fängt sie ein furchtbares Geschrei an. Ein solches Geschrei, dass die Nachbarin herausgelaufen kommt, um sie zu trösten. Lotta stellt fest, dass sie nicht nur eine Beule am Kopf, sondern noch viel schlimmer eine blutende Schramme am Knie hat. Blut, schreit Lotta so laut, dass man es in der ganzen Straße hören konnte. Da kommt Blut an meinem Geburtstag. Nachdem sie also beim ersten Schritt der Desillusionierung das Fahrrad als Objekt der Außenwelt erkannt hat, das von ihr getrennt ist und durchaus eigensinnig sich verhält, kommt es nun zu einer desillusionierten Sicht auch noch auf sich selbst. Dass sie ausgerechnet an ihrem Geburtstag, einem lang ersehnten Tag des Glücks, des größer geworden Seins und des antizipierten Rauschzustandes auf dem Fahrrad, sich am Ende schmutzig, mit Beule am Kopf und, das ist der Gipfel der symbolischen wie zugleich realen leiblichen Verwundung, blutend in der Dornenhecke wiederfindet, das zerstört nun wirklich alle Illusionen als eines als mächtig erlebten Selbst. Wir sollten Bildung also nicht nur als den Erwerb von Wissen, Kompetenzen, Radfahren lernen oder praktischer Fähigkeiten bestimmen, sondern wir sollten sie außerdem als einen Prozess der Welterschließung und des Erschlossenwerdens durch die Welt, und zwar durch die durchaus widerständige und brutale Welt, begreifen. Allerdings müssen wir dabei mit bedenken, dass auch das Subjekt selbst zur Welt gehört. Das ist ja ein Teil davon. Bildung besteht dann darin, sich einerseits als Teil der Welt und damit von ihr abhängig, als auch sich ihr gegenüberstehend zu begreifen. Das Lernen als Teil des Bildungsprozesses vollzieht sich dann immer in dieser doppelten Struktur von Widerfahrnis, also es passiert mir etwas, und schöpferischer Aktivität. Ich entwerfe mich als jemand, der schon kann, ich beginne wieder neu, ich versuche es nochmal, wir schauen gleich, wie das gelingen kann. Aber es ist immer diese Doppelstruktur von, die Welt macht mir etwas, fügt mir auch Schmerzen zu durchaus und ich agiere, resoniere darauf. Dieses Moment des Widerfahrens von Bildung wird in der Theorie auch häufig mit der Negativität im Bildungsprozess in Verbindung gebracht. Das meint, dass in dem Neugelernten das Alte, was vorher sozusagen ihre Wirklichkeit ausgemacht hat, negiert werden muss. Deswegen Negativität. Ich muss erstmal etwas, was in mir als Könnenserfahrung schon da ist, zerstören oder negieren, sagen, nee, das gilt jetzt nicht mehr, also wenn es bewusst wäre. Und damit geht einher oft eine Irritation, eine Verwunderung oder auch eine Negativeinsicht in das, ich kann es ja noch gar nicht, so wie Lotta hier.
Der Schritt, den Lotta mit dem Schwung ihrer Könnensillusion »Ich werde jetzt Fahrrad fahren« gern übersprungen hätte, holt sie nun ein. Auch deswegen ist die Landung in die Desillusionierung so unsanft und so schmerzhaft. Dietrich Benner, ein anderer Bildungstheoretiker, fragt in diesem Zusammenhang, wie, wir sind also jetzt bei der Bildung als Vollzug, Dreieck C, glaube ich, wie vollzieht sich im Lernen, im Raum zwischen der Erfahrung von Negativität, also ich habe es nicht hingekriegt, und ihrer bestimmten Negation, ich muss es auch nicht hinkriegen, es kann was Neues entstehen, in jenem Niemandsland also, in dem die Enttäuschung eines Vorwissens oder eines Vorkönnens manifest, die Umstrukturierung aber noch nicht gelungen ist, in diesem Niemandsland, in dem die Negativität einer Irritation erlitten, die Not, in welche diese führt, aber noch nicht gewendet ist. Was passiert da? Und genau in diesem Niemandsland befindet sich Lotta gerade. Und es ist für Bildungstheoretiker ein notwendiges Niemandsland. Nichts, was man den Kindern ersparen könnte. Das muss nicht immer mit Blut einhergehen und mit Beulen, aber im Prinzip gehört es zu den Bildungsprozessen dazu. Dritter Schritt, Symbolgenese im Übergangsbereich. Lotta spricht jetzt mit ihrem Teddy. Weinend und brüllend geht Lotta nach Hause und setzt sich dann auf den Pfosten des Gartentores. Das ist übrigens ein literarisch feinsinnig gewählter Ort des Übergangs zwischen der beschützt abhängigen Familien und der weniger geschützt, aber auch freieren Straßenkindheit. Mit den anderen will sie vorerst nichts zu tun haben, nur mit ihrem Teddy spricht sie noch. Das ist dieses rosa Schweinchen. Es sind nur zwei Sätze, die sie jetzt sagt, dort auf dem Pfosten sitzend. Erstens, ich finde aber trotzdem, dass dies ein mieser Geburtstag ist. Und dann, als sie den beiden Größeren wieder beim Fahrradfahren zusieht, selbstbewusst, pah, das haben wir schließlich auch getan. Kürzer, präziser und besser findet man, glaube ich, in kaum einem anderen Kinderbuch beschrieben, wie das Kind im Niemandsland der Negativität von der Enttäuschung, mieser Geburtstag, durch die Kraft der Symbolbildung nun zu einer Umdeutung der Situation gelangt, die neue Lernanstrengungen dann wieder ermöglichen. In diesem imaginären Raum, Winnicott nennt es den Potential Space, also den Raum der Möglichkeiten, könnte man sagen, in den Lotta sich jetzt mit ihrem Teddy mal zunächst zurückzieht, erwachsen ihr neue Möglichkeiten der Neuinterpretation dessen, was sie gerade erfahren hat. Indem dies nämlich ein möglicher und kein wirklicher Raum ist, kann in ihm sozusagen geschützt von der harten Wirklichkeit die Arbeit getan werden, zwischen der Desillusionierung, der Enttäuschung und dem, was danach kommen könnte, zu leisten. Während Lotta einige Tage zuvor auf genau diesem selben Pfosten saß, damit beginnt das Buch, und sagte, natürlich kann ich Radfahren im Geheimen, sitzt dort nun ein anderer Mensch. Pah, das haben wir schließlich auch getan. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sätze und dazwischen hat sich, wie Sie wissen, viel ereignet. Dieser Satz, dieser zweite, ist das Symbol für die bewältigte Desillusionierung, ebenso wie für den beginnenden Neuaufbau jenes Mutes, der wieder über die Realität hinausschießen wird und der Lotta dazu befähigen wird, nochmal aufs Rad zu steigen und es weiter zu versuchen. In diesem trotzigen Pah zeigt sich die Kraft zur Überwindung der Enttäuschung und im übrigen Satz findet Lotta trotz gescheiterten Fahrversuchs wieder den Anschluss an die Könner und damit an das Realitätsprinzip. Man könnte das jetzt noch lange, lange weitermachen, aber ich glaube, ich komme mal zur Zusammenfassung. Was konnten wir an Lottas Geschichte sehen? Was können wir sagen, ist das Besondere an frühen Bildungsprozessen? Wobei dieser natürlich verglichen mit dem, was Schäfer im Kopf hatte, gar nicht so sehr früh ist, weil dieses Kind schon sprechen kann. Aber es ist trotzdem noch ein Kind, was in eine frühkindliche Kindertageseinrichtung gehören würde. Also erstens ist der Beginn ganz wichtig. Mit mir ist es komisch, sagte Lotta am Anfang. Sie nimmt eine Differenz wahr zwischen ihrem Selbsterleben und dem, wie andere sie wahrnehmen. Auch frühkindliche Bildung ist das In-Beziehung-Setzen, das sich selbst positionieren zur Welt. Es ist nicht einfach ein Leben in dieser Welt. Da kommt etwas in Bewegung und zwar zum Beispiel durch diese Differenzwahrnehmung.
Was auch zu diesem Anfang dazugehört, ist die Erwartung einer intensiven sinnlichen Erfahrung. Dieses Sausen und Rauschen, darum geht es ihr. Geht ihr natürlich auch darum, so Fahrrad fahren zu können wie ihre großen Geschwister. Aber dieses intensive Körpererleben, Sausen, Rauschen, schneller sein als je zuvor, die Welt von oben betrachten können, das sind Erwartungen, die sie sozusagen anspornen, diesen Versuch zu machen. Deswegen sprechen viele Frühpädagogen davon, dass der ästhetische Modus, wir hatten vorhin vier, der ästhetische und der praktische Modus eigentlich die wichtigsten zunächst mal sind, in denen sich Kinder mit der Welt auseinandersetzen. In der frühen Bildung korrespondieren der wirkliche und der imaginierte Körper und seine ihm zugeschriebenen von außen und von mir selbst Fähigkeiten. Und das gibt schon eine Dynamik, die unglaublich viel antreibt. Entsprechend ist auch die erfolgte Enttäuschung eine zunächst ganz konkret körperlich spürbare. Sie dehnt sich dann aber ebenfalls in einen imaginären Raum aus. Mieser Geburtstag. Der Schmerz im Knie wird zu einem Gesamtschmerz der Seele. Auch die Enttäuschung ist total intensivst und betrifft das ganze Kind. Das sind alles Adjektive, die wir normalerweise verwenden, wenn wir von ästhetischen Erfahrungen sprechen. Total intensiv und den ganzen Menschen betreffend. Das ist etwas, was kindliche Bildungsprozesse sehr häufig, ich will nicht sagen immer, aber sehr häufig charakterisieren. Frühkindliche Bildungsprozesse. Drittens, das Leben im Wir-Modus. Das habe ich hier nicht aufgeführt nochmal. Das ist ein Begriff von dem Kulturanthropologen Michael Tomasello, der sagt, Kinder mindestens bis zum zweiten Lebensjahr leben überhaupt nicht als Ich, sondern als Wir-Wesen. Wir sehen es auch hier, der Teddy ist immer dabei. Es gibt da gar kein singuläres Ich, sondern es gibt eigentlich nur das aufgeteilte und das zwischenleibliche Ich. Monolog und Dialog zusammen, wenn sie mit ihrem Teddy spricht. Lotta zeigt sich als ein imaginär soziales Subjekt, wenn es das denn gibt, dem es gar nicht um Individualität zu tun ist, wie wir das aus dem klassischen Bildungsdiskurs immer kennen, sondern vielmehr um das den anderen ähnlich werden, die Geschwister, und um das Teilen der Erfahrung mit dem Teddy. Also sie will das gar nicht als ich-starke Person machen, sondern sie will das Erlebnis immer mit dem Teddy teilen und sie will das Ganze in Gang setzen, auch damit sie den Geschwistern näher kommt, den großen Geschwistern. Zur Bearbeitung der Enttäuschung bedarf es dann Fantasie und Symbolisierungsfähigkeit. Das ist auch ganz wichtig. Was Lotta am Ende auf dem Zaunpfosten bewältigt, ist ja eben dies, die Neuinterpretation der Situation mit Hilfe von Sprache in diesem Fall schon. Die Neuinterpretation der Situation und damit auch ihrer selbst, die die Enttäuschung dann abschließen, die der Negation einen Namen geben kann und damit dann in eine neue Praxis führen. Der Vollzug der Bildungsprozesse, mit denen müssen wir uns wirklich als Handlungskomplexe vorstellen, als praktisches Tun, das sich in diesen vier Schritten, die ich genannt habe, vollzieht. Also man nimmt eine Differenz wahr, man hat eine Könnenserwartung, dann folgt die Handlung, dann folgt die Enttäuschung und dann folgt die symbolische, vielleicht bei jüngeren Kindern auch noch gar nicht in Sprache vollzogene Neuinterpretation der Situation und daraus wieder schöpft sich neue Kraft, es nochmal zu versuchen oder weiterzugehen. Dies war nun freilich nur ein Beispiel, wenngleich eines, an dem sich, glaube ich, viel zeigen lässt, aber natürlich noch längst nicht alles. Von den 5 Dreiecken, die ich vorhin gezeigt habe, kamen mir höchstens 2 zur Sprache. Von den 3 Dreiecksspitzen nur 2 und von den 4 Weisen des Ich-Weltbezugs lediglich 2. Wobei ich glaube, das hat etwas mit frühkindlicher Bildung zu tun und damit, dass die Bildungstheorie noch nicht hinreichend über die frühe Kindheit nachgedacht hat. Aber so ist es mit dem Bildungsbegriff, sie ist und bleibt, mit der Bildung, sie ist und bleibt unabgeschlossen. Dankeschön für Ihr langes Zuhören. Ja, herzlichen Dank. Ja, ich hoffe, ich habe Sie nicht total erschlagen. Einmal durchatmen. Ja. Und Sie haben natürlich auch heute die Gelegenheit, Nachfragen zu stellen. Ja, cool.
zu machen. Sie haben das Wort. Sonst hätte ich vielleicht, darf ich eine Frage stellen? An Sie, wenn Sie es. mich würde schon interessieren, als ganz spontanes Feedback, die Art und Weise, wie ich jetzt über den Bildungsbegriff oder über Bildung gesprochen habe, war Ihnen das jetzt total fremd, völlig neu oder haben Sie was wiedererkannt? Das war in der Vorüberlegung meine Frage natürlich ein bisschen, wie viel kann ich Ihnen zumuten? Ja, nein, vielleicht. Also ich persönlich habe schon viel wiedererkannt, fand den Bezug zu der Lotta nochmal sehr eindrücklich, nochmal sehr präsent, gerade auch in der praktischen Arbeit. Und ja, fand ich sehr rund. Ich finde auch, wir haben gerade im Seminar den Bildungsbegriff, also oder Bildsamkeit und das alles besprochen und deswegen hat das eigentlich ganz gut angeschlossen und das noch ein bisschen so einen Bezug halt durch diese Lotta-Geschichte dann dafür gebracht. Und ist Ihnen, also was ich sag jetzt einfach, darf ich noch eine Minute, was mir so wichtig ist, also Sie haben ja gesehen bei dem ersten Dreieck, wir haben den schulpädagogischen, den sozialpädagogischen und den bildungsphilosophischen Diskurs, wir haben aber, ich hoffe, noch nicht wirklich den frühpädagogischen Diskurs über Bildung. Es gibt ja auch durchaus Leute wie Herr Tietze, die sagen, den Begriff können wir auch sowieso nicht gebrauchen in der frühen Kindheit. Mir ist wichtig, dass Sie mit dieser Differenz sozusagen, da gibt es eine Differenz, deswegen diese zwei Abteilungen, das ist nicht eins zu eins sozusagen fortführbar. Und jetzt fangen wir auch mal an, über frühkindliche Bildung nachzudenken, weil damit eben immer mitgeschleppt wird oder immer mit sozusagen von Gründung an mitgedacht wird, Bildung ist etwas, wo sich der Mensch auf sich selbst bezieht, selbstreflexiv tätig ist. Nicht nur handelt, sondern als Subjekt überhaupt nur gedacht werden kann, wenn er sich selbst zum Gegenstand macht. Und das ist der große Hemmschuh sozusagen, über frühkindliche Bildung im strengen Sinne nachzudenken. Nicht nur in diesem, wir nennen alles Bildung, was irgendwie mit Lernen und Kompetenzaufbau zu tun hat. Dann ist es leicht. Ja, also ich fand das sehr beeindruckend, auch die differenzierte Rekonstruktion an diesem Fallbeispiel, die sich so langsam Erfahrung konturiert und sozusagen das Selbst dabei bildet. Aber eine Frage habe ich, die betrifft sozusagen den, ja, vielleicht etwas, was du jetzt einfach nicht zum Gegenstand machen wolltest. Du hast dich im Wesentlichen bezogen auf entwicklungspsychologische Forschungsliteratur. Und das Beispiel, so beeindruckend es war ein Beispiel für Bildung, wo man sich denken kann, da braucht es eigentlich weder Pädagogen noch Einrichtungen. Das passiert auch so. Ja. Also wäre die Frage, müssen Sie jetzt nicht noch einen Anschluss übernehmen? Ja, also der Text, den ich weggelassen habe, um Sie nicht noch mehr herauszufordern, hätte genau dies aufgegriffen. Also ich habe ja gesagt, an dem Beispiel lässt sich vieles zeigen, aber ganz vieles auch nicht. Natürlich müsste man jetzt schauen, das ist natürlich ein Bild aus der schwedischen Landidylle der 50er Jahre, Astrid Lindgren, wo die Kinder frei auf der Straße aufwachsen durch die Nachbarin, die Tante Berg, die dann rauskommt und sie tröstet mit wieder. Da könnte man auch noch sehr viel dran zeigen, welche Rolle diese Erwachsene da spielt. Das ist keine professionelle Frühpädagogin und das ist schon gar nicht das Ganze in einem Kindergarten oder in der Familie, sondern irgendwo außerhalb. Da müsste man jetzt gucken, wie oft gelingt das denn so gut und unter welchen Bedingungen gelingt das so gut, wie es bei Lotta jetzt gelungen ist. Sie hat da ja offenbar schon ein Repertoire an Möglichkeiten, mit Symbolen umzugehen, mit dem Denken, mit dem Sprechen, sich zu verständigen. Sie hat sowas wie Resilienz oder wie wir das nennen würden. Das haben natürlich nicht alle Kinder und ganz oft geht es in den Institutionen, man vielleicht auch durch die Institutionen, schief, weil dieser Raum gar nicht gelassen wird. Weder für die Enttäuschung, noch für die Aufarbeitung, für dieses sich zurückziehen in diesen imaginären Raum. Also das wären jetzt die Anschlussfragen an Lotta. Was sagt uns das oder was können wir daraus weiterentwickeln als Möglichkeitsbedingungen für so einen letztlich ja auch wieder gelungenen und optimistischen Bildungsprozess?
Wie sehen andere Bildungsprozesse in unserer heutigen Wirklichkeit aus, wo das nicht so schön gelingt wie jetzt bei Lotta? Und was schließt man daraus für die Institution und für die Rollen der Pädagogen? Das wären die Anschlussfragen, genau. Wenn du mich nochmal einlädst. Ganz bestimmt, aber... Mach ich da gerne weiter. Ich möchte jetzt auch noch einladen auf eine Frage. Okay, dann, nein, ich unterbreche jetzt nicht, sondern danach direkt. Also ich würde gerne an die Frage von Rüdiger Miller nochmal kurz anschließen. Weil mich interessiert, was gesagt, es gibt eigentlich noch keinen richtigen frühkindlichen Bildungsdiskurs, aber auch keine Diskussion, die jetzt tiefer in das Thema einsteigt. Und du hast ja selbst eine Kritik an Schäfer formuliert, aus den anderen allgemeinpädagogischen Bildungsdiskursen heraus, was fehlt bei Schäfer oder bei dir. Aber ist Lotta nicht genau in der Interpretation, wie du jetzt vorliest, genau Schäfer? Also natürlich ist das Fahrrad auch Kultur und der Gartenzaun, aber eigentlich ist es doch ein sehr auf Lotta allein bezogener Prozess, der auch anders hätte stattfinden können, ohne das Fahrrad und ohne den Gartenzaun. Ja und nein. Also was glaube ich wirklich über, jetzt ohne an der Person so viel festmachen zu wollen, aber an diesem klassischen individualitätsbezogenen Bildungsdenken, was man wirklich, was mir auch wahnsinnig wichtig ist, diskutieren kann, ist dieser Wir-Modus. Also das Kind strebt überhaupt nicht nach Individualität, sondern es möchte die Erfahrung teilen. Hier mit dem Teddy, das ist natürlich wieder ein besonderer psychoanalytischer Gegenstand in der Interpretation, aber auch sonst, wenn wir von Co-Konstruktionsweisen reden in den kindlichen Tageseinrichtungen, wenn wir allmählich begreifen, wie wichtig die anderen Kinder sind und eben nicht nur die individuelle Weiterentwicklung, wie es die Entwicklungspsychologie uns immer vorschreibt oder vorstellt, dann geht das, glaube ich, über Schäfer oder über das klassische Nachdenken über Bildung hinaus, aber sonst hast du natürlich recht, das passt ganz gut und ich selber komme ja auch aus dieser Tradition und fange auch erst an damit, Bildungstheorie und auch die Schäfer'sche Bildungstheorie sozusagen weiterzudenken. Wir werden ja... Frau Tüllmann, oder? Ja, ich finde es auch ganz spannend, wie Sie so Lotta und Ihre Geschichte und Ihre Erfahrung so verknüpft haben hier in den theoretischen Ansätzen. Und für mich war es nochmal interessant zu hören, dass Sie sagen, Lernen und Bildung oder Bildung hat auch was mit schmerzlichen Erfahrungen zu tun, mit leibhaftigen Erfahrungen. Ich glaube, das müssten wir auch so bedenken. Aushalten von Schmerz und Frustration und wieder aufstehen und wieder von neuem anfangen. Und oft ist es ja so eine Verhinderte. Das verhindern wir ja auch. Und das fand ich nochmal so ganz deutlich. Das kam ganz deutlich raus. Und wir beide haben uns hier auch nochmal wieder erkannt. Wir haben so eine ähnliche Situation jetzt. Wir sind auf die Nase gefallen mit etwas. Wir sitzen genauso in dieser. In dem Niemandsland. Ja, ja. Ja, ja. Nein, das ist überhaupt nichts Kindliches, das ist etwas, was Winnicott sagt zumindest, aber das ist auch wieder kein Pädagoge, sondern Psychoanalytiker, sagt die Fähigkeit, so wie Sie sagen, jetzt wieder aufstehen und weitermachen, also dieser Mut, der da auch am Anfang dieser Geschichte steht, ich kann das eigentlich alles schon, ich werde das schon schaffen, ich mache es jetzt einfach, der bildet sich in der frühen Kindheit aus, deswegen haben wir da eine große Verantwortung, auch wenn wir dem denn so folgen wollen. Ich glaube nicht, dass es unwiederbringlich verloren ist, wenn er sich nicht ausbildet, aber das ist vielleicht auch wieder naiver Optimismus. Etwas, was voranschreitet und uns weiterbringt, letztlich folge ich mit der Interpretation dieser Geschichte dem ja auch und deswegen ist der Hinweis von Rüdiger ganz wichtig. Wir müssen mindestens genauso aufmerksam gucken auf die Bildungsprozesse, wo genau das nicht stattfindet. Und warum findet es nicht statt? Und was ist dann die Rolle der Institution oder der Erwachsenen, die nämlich diesen Schmerz auch dauernd verhindern wollen und den Kindern nicht zumuten wollen? Ja, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich.
Wir gehen auch nächstes Mal noch nicht zu diesem institutionellen Aspekt, sondern schließen unsere Adressatenreihe mit dem Thema Familie ab. Dort wird die Kollegin Ekarius von der Universität Köln, zu Köln heißt es ja, bei Köln, sprechen. Ich freue mich darauf. Ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich. Vielen Dank. Und wünsche einen guten Heimweg. Danke.